Ja, ihr seid ganz pünktlich fertig auf den Gongschlag. Wir dürfen im Kreuzzeichen beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Ja, liebe Kinder, schön, dass ihr da seid, alle, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich, dass wir einen schönen Wintertag heute feiern dürfen, dass wir den Palmsonntag feiern dürfen, zusammen auch mit unserer Leni, die wieder mitgeht. Auch dir herzlichen Dank, Klaus, dass du es möglichst machst, dass die Leni, die jetzt, glaube ich, fast volljährig ist, erwachsen geworden ist, dass sie uns begleitet und wir eben das tun, was damals bei Jesus war. Wir feiern, dass er damals eingezogen ist in seine Stadt Jerusalem und gehen bewusst diese Tage auch mit ihm mit, auch hin zum Karfreitag, zum Kreuzweg und natürlich auch das große Fest der Auferstehung, auf das wir uns ganz arg freuen. Am Anfang dürfen wir das erste Lied gemeinsam singen, Öffne die Tore Jerusalem. Zweige mitgebracht, die dürfen wir mal hochhalten, dass wir mal sehen, wie toll die auch sind. Und ich darf jetzt am Anfang auch eure Palmzweige segnen, dass sie uns begleiten zu Hause, jetzt auf dem Weg, auch ein Segenszeichen sind, dass Jesus da ist in unseren Häusern und Wohnungen. Lasst uns beten, treuer Gott, segne die Palmzweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit dem wir Christus, unserem König, huldigen. Wir begleiten ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir mit ihm einmal zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.
ein bisschen Wein auflegen. Weil du heute mitmarschierst. Und während ich noch mit Weihwasser auch eure Palmzweige besprengen darf und euch auch ganz fest, dürfen wir das nächste Lied gemeinsam singen. Vom Einzug in Jerusalem bewusst auch in der Kirche mal in den Mittelpunkt stellen, auch dieses wichtige Evangelium und eben nicht die Passion, und wenn wir nachher auch in der Kirche dieses schöne Evangelium hören. Jetzt, bevor wir das letzte Lied hier singen, singt dem König Freuden Psalmen, Völker ebnet seine Bahn. Darf ich auch euch danken, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, in der Kälte zu spielen ist nicht so leicht mit den Fingern, aber ihr habt es trotzdem gemacht und herzlichen Dank dafür. Wir dürfen euch mal einen schönen Applaus auch geben. Ja, wir singt dem König Freuden Psalmen, und dann nach diesem Lied, nach diesen zwei Strophen, dann darf ich euch und sie einladen, dass wir hochziehen in die Kirche, und wir versuchen auch ein wenig zusammen zu bleiben, nicht so auseinander zu springen. Dann haben wir einen ganz schönen Zug, und vor allem auch die Leni begleitet uns, und da freuen wir uns ganz arg. Sing dem König Freudensalmen, Völker ebnet seine Sion, freut deine Palmen, nicht nach Herrn, der aus David stammt.